der Brocken im Harz. 1946 verläuft hier eine neue Grenze. Osterwiek ist jetzt in der sowjetisch besetzten Zone. Goslar und Vienburg liegen im Westen. Direkt davor das Gasthaus Weißes Ross. Hier machen viele Rast, die nach drüben wollen und heimlich über die Grenze müssen. Hier sitzt ein junger Mann beim Bier. Er hat einen Pass von den sowjetischen Besatzungsbehörden. Er ist 22 Jahre alt, stammt aus Sachsen und heißt Rudolf Pleil. Beruf Vertreter. Besondere Kennzeichen? Epileptische Anfälle. Rudolf Pleil sitzt Tag für Tag am selben Tisch. Trinkt sein Bier und bietet sich hilfesuchenden Frauen als Führer über die Grenze an. Er schweigt und wartet. Und starrt aus dem Fenster auf den Brocken. Vier Kilometer vor dem Gasthaus, in dem der junge Mann wartet, liegt das idyllische Harzstädtchen Vienburg. Hier haben viele Flüchtlinge aus den zerbombten Städten Zuflucht gesucht. Vorübergehend, vielleicht auf Dauer. So genau weiß das noch niemand ein Jahr nach Kriegsende. Hier lebt 1946 auch Gertrud Glöde aus Berlin mit ihrer kleinen Tochter Elvira. Also das Kriegsende habe ich erlebt in Vienburg bei meiner Großmutter. Das ist die Mutter meiner Mutter gewesen, ne? Von Elviras Vater fehlt auch 1946 noch jedes Lebenszeichen. Wir haben monatelang nicht gewusst, was war. Es waren ja keine Verbindungen möglich nach Berlin, ne? Und dann hatte meine Mutter alle Hebel in Bewegung gesetzt und hatte ja dann rausbekommen, dass mein Vater tot ist. Gertrud Glöde, die Mutter, wird wohl nach Berlin müssen. Die Wohnung auflösen, Papiere besorgen. Sie wird zu Fuß über die neue Grenze gehen. Vielleicht allein, vielleicht mit einem Grenzführer. Vielleicht mit dem jungen Mann aus Sachsen, der im Gasthaus wartet. In Vienburg arbeitet zur gleichen Zeit ein anderer Flüchtling im Rathausgebäude. Die britische Besatzungsmacht hat dort die Polizei untergebracht. Reinhold Karlbowski aus Ostpreußen gehört dazu. Ich bin am 23. Februar 1945 zur Polizei gekommen. Wir waren ausgesuchte Soldaten, 120 Stück. Und von den 120 haben nur 8 bestanden. Und von den 8 war ich einer. Der Polizist Karlbowski hat immer wieder mit Verbrechen zu tun. Verbrechen in Niemandsland an dieser neuen deutsch-deutschen Grenze zwischen Vienburg im Westen und Osterwiek im Osten. Die Grenze zerschneidet Lebenslinien. Um hinüberzukommen, benötigen die Deutschen nun einen Interzonenpass. Ihr Gepäck wird streng kontrolliert. Alles, was nicht zum persönlichen Bedarf gehört, wird konfisziert. Gertrud Glöde aber hat keinen Interzonenpass. Wer ihn nicht hat, kommt nur heimlich über die Grenze, im Dunkeln, allein. Oder mit Grenzführern wie Rudolf Pleil, der im Gasthaus wartet. Die Polizisten in Vienburg wissen, dass besonders Frauen sich dabei in Gefahr begeben. Immer wieder retten sich welche ins Polizeirevier. Es verging kaum eine Nacht, wenn ich Nachtdienst hatte, dass nicht Frauen oder Mädchen ausgeplündert kamen, auf der Wache Hilfe und Schutz suchend. Verschiedene kamen, also waren ohne Kleider, nur das Notdürftigste an, auch im kalten Winter, sind auf Strümpfen oder barfuß gelaufen. So kamen sie zu uns, Hilfe und Schutz suchend. Ob Gertrud Glöde das weiß, als sie plant, das Häuschen in Vienburg zu verlassen und noch einmal nach Berlin zu gehen? Wahrscheinlich. Es wurde ja viel erzählt damals. Doch hatte sie eine Wahl?
Das war kurz vor Weihnachten. Da ist sie nach Berlin, über die Grenze zu Fuß. Na, das ging ja nicht anders. Es war ja alles gesperrt. Ob Gertrud Glöder von den Frauenleichen gehört hatte, die im Herbst 1946 im Harz gefunden wurden? Wer damals von Fienenburg nach Berlin will, muss zunächst zu Fuß über die Grenze nach Osterweg. Denn die Grenze hat auch die alte Bahnverbindung durchschnitten. Wer den Bahnhof erreichen will, muss die mittelalterliche Stadt durchqueren. Viele sind unterwegs, ein ständiges Kommen und Gehen. Im Oktober 1946 verhaftet die Rote Armee Tag für Tag Grenzgänger. Zur Abschreckung. Am Stadtrand von Osterwiek hat die Polizei 1946 ermordete Frauen gefunden. Geheim zu halten war das nicht. Wir Jungs wussten sofort auch, was los war, sind hier hoch, konnten aber auch nicht mehr in die unmittelbare Nähe dieses Geschehens da was gucken und was rumschnüffeln. Das war also nicht möglich. Aber wir wussten, so sagte man und nachher auch, das sind also zwei Frauen, die man geschändet hat, vergewaltigt hat und dann ermordet hat. In Osterwiek hatte man auch Rudolf Pleil gesehen, den jungen Grenzführer, der so oft auf der anderen Seite des Niemandslandes im Gasthaus zum Weißen Ross sitzt und wartet. Er kommt viel herum, spricht mit vielen, erfährt so manches. Er wird auch gewusst haben von weiteren Morden im Südharz, in Elrich und Zorge. Wachtmeister Kalbowski kommt auf seinen Streifengängen entlang der Grenze immer wieder am Gasthaus Weißes Ross vorbei. Er mag von den Morden gehört haben, kann aber nichts tun. Osterwiek liegt im Osten und eine Zusammenarbeit mit der dortigen Polizei gibt es nicht. Kalbowski weiß nur, dass Menschen im Niemandsland verschwinden. In den Wirren der Nachkriegszeit ging am Anfang alles durcheinander. Unser damaliger Vorgesetzter, Inspektor Josef Hansch, wenn ich den was gefragt habe, denn ich war ja Helle, handeln Sie, Sie sind doch Polizist. Er hat mir nie gesagt, wie ich als junger Polizist handeln sollte. Also ich musste selbst handeln. Seine Nachforschungen enden stets an der Grenze. Pleil dagegen, der Grenzführer, kann sich frei bewegen. Er hat Fienenburg und das Gasthaus verlassen, ist unterwegs in den Südharz. In Elrich, auf der Ostseite der Grenze, wird er wieder gesehen. Der damals so klein, dick und dann so unangenehm, so runde Brillengläser. Ich fand den so, ich habe immer gesagt, das sieht aus wie so ein Hausschlachter oder so, haben wir immer gesagt. Auf dem Grenzpfad zwischen Elrich im Osten und Zorge im Westen hatte die Westpolizei am 16. Juli 1946 eine unbekannte Frauenleiche gefunden. Und jetzt, im November 1946, entdecken Grenzgänger nur wenige Meter von der damaligen Fundstelle entfernt eine weitere ermordete und vergewaltigte Frau. Die Polizei findet eine Kennkarte in der Tasche des Opfers. Es handelt sich um die 25-jährige Christa Schneider. Zwei Wochen später, es ist der 14. Dezember, will Gertrud Glöde ihr Häuschen in Fienenburg verlassen und nach Berlin aufbrechen. Mit viel Umsicht erklärt sie der Tochter, dass diese gefährliche Reise dringend notwendig ist. Ich muss nach Berlin. Ich muss das regeln, du bleibst ja bei Oma, ne? Und dann, ich bin dann und dann wieder da. Ich bring dir auch was Schönes mit. Es war Weihnachten und es gab ja auch noch nichts, ne? Dachte, ich versuche was Schönes in Berlin aufzutreiben, das war's.
Das 10-jährige Kind bleibt allein bei der Großmutter zurück, als die Mutter sich durch den kalten Winter auf den Weg nach Berlin macht. Pleyel, der in diesen Tagen wieder im Wirtshaus zum Weißen Ross sitzt, verlässt 5 Tage nach Gertrud Glöde Fienenburg in Richtung Grenze. Es ist der 19. Dezember 1946. Naja, und dann haben wir gewartet und gewartet. Wir haben gedacht, naja, die Grenzen, das war ja alles noch kriminell zu der Zeit. Und dann haben wir gedacht, na, die Russen haben sie irgendwie geschnappt und irgendwo sitzt sie im Gefängnis. Ne? Weihnachten wollte sie wieder da sein. Doch das Fest vergeht und die Mutter kommt nicht nach Hause. Großmutter und Enkeltochter sind in Sorge. Ich war ja damals Schulkind. Bin immer zur Polizei, die haben geforscht und gemacht, die haben wir wirklich. Ne? Und das waren über 1,5 Jahre, wo wir nicht wussten, wo sie war. Da hatten wir schon gedacht, da ist das Schlimmste passiert. Ne? Tag für Tag geht Wachtmeister Karlbowski aus Fienenburg auf Streife an der Grenze, vorbei am Weißen Ross. Er weiß nicht, dass Rudolf Pleyel am 19. Dezember verschwunden ist und nicht mehr hinter dem Fenster sitzt und wartet. Karlbowski lenkt seine Schritte weiter Richtung Grenze, zur stillgelegten Bahnstrecke zwischen Fienenburg und Osterwiek. Während ich dann oft Grenzstreifen hatte, nahm ich jedes Mal auf Grenzstreife dieses mein Fernglas mit. Das trug ich um den Hals. Und dann zog es mich immer wieder zum Brunnen an der Blockstelle 25. Das war in der Nähe vom Weißen Ross. Ich sagte, in dem Brunnen sind Frauenhaare. Da hat man mich ausgelacht und hat mir gesagt, ich spinne. Ich würde mir das nur einbilden. Da sind keine Frauenhaare drin. Man wollte den Brunnen zuschütten. Da habe ich drum gebeten, noch nicht. Und bin immer wieder auf meiner Grenzstreife an diesen Brunnen. Das hat mich magerstreckt dahin gezogen, zu diesem Brunnen. Da habe ich von der Bahnlinie hier Schottersteine geholt, habe sie auf den Rand des Brunnens gelegt, mir ein Fernglas geschaut und habe die Steine rein, also immer einen Stein reingeworfen und dann geschaut. Wenn man einen Stein reinwirft und es keine Hinderung, hindernder Gegenstand da unten ist, dann macht er plumps. Aber hier, der Stein fiel rein und es plumpste nicht. Da hat man mir gesagt, ich soll nicht spinnen, das sind Algen, das sind keine Frauenhaare. Und ich sage, das sind Frauenhaare. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Es bleibt dabei. Karlbowskis Vermutungen finden keinerlei Gehör. Im Südharz geschehen in diesen Tagen weitere mysteriöse Morde. An der Bahnlinie zwischen Elrich und Walkenried findet die Polizei ermordete Grenzgänger. Auf dem Bahngelände von Walkenried entdecken Gleisarbeiter ein blutverschmiertes Beil. Die Polizei kann diesen Fund aber nicht den Mordopfern zuordnen, die entlang der Bahnlinie und im Tunnel gefunden werden. Es sind viele. Keiner zählt sie damals. Es hat im Tunnel, das ist die Verbindung von Walkenried nach Elrich, da ist ein Eisenbahntunnel, der wurde als Grenzschleusung benutzt. Da hat es auch Tote gegeben, die man gefunden hat. Aber wer das nun wirklich immer gewesen ist, weiß man nicht. Bilder von Vermissten aus dem Fahndungsbuch der Polizei im Südharz. Auch von Zorge aus brechen Grenzgänger auf ins Niemandsland Richtung Osten. Zorge ist ein idyllischer Erholungsort. Ende Januar 1947 kommt Rudolf Pleyel wieder hier an. Er kommt nicht allein. Sein Begleiter heißt Karl Hoffmann und stammt wie Pleyel aus Sachsen. Beide wollen in Zorge bleiben. Hier werden Waldarbeiter gesucht. Man teilt sie zur Arbeit mit Willi Willing ein. Da hatte ich keinen Arbeiter, war ich alleine.
Und da habe ich dann angerufen bei der Firma und da hat sie gesagt, ich soll auf die Gemeinde gehen. Die würden mir aber dazu weisen. Und da bin ich dann hin und da war Pleil und Hoffmann. Die hatten mir zugewiesen. Die beiden jungen Männer finden schnell ein Quartier und Anschluss an das Leben im Dorf. Der ist bei uns ein- und ausgegangen, wohnte damals bei Schwiegereltern in Oberdorf. Na und eines Abends kamen sie, lachten und grienten immer. Da hatten sie die Katze von der, unten von der Nachbarin in der Tasche und die haben sie mitgenommen nach drüben und haben sie als Hosen verkauft. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Die waren zwar nicht immer hier, die waren oft mal weg, aber wir, wenn er da war, hat er auch mit uns Fußball gespielt. Also war er eigentlich ein umgänglicher Mensch. Zuerst muss ich sagen, dass der Bleier immer bei uns im Haus war. Meine Schwester, mein Schwager, wir wohnten zusammen. Ein rundes Gesicht, eine stämmige Figur. Und hat eigentlich, naja, so recht und schlecht hier gelebt. Und ich war allein oben. Und mein Schwager war irgend noch, musste noch was besorgen. Meine Mutter musste aber ein steiles Vieh versorgen. Und ich war dann mit ihm allein oben in der Küche. Und hat er noch erzählt vom Seemann, er ist zur See gefahren. Und dann auf einmal macht er die Arme hoch. Die waren alles tätowiert und hat er beide Arme, alles voll mit Uhren. Komische Typen ist man in diesen Jahren gewohnt. Doch Pleil verkauft nicht nur Katzen als Hasen im Osten. Wo er aufkreuzt, ist anschließend immer etwas verschwunden. Mal ein Stück Kleidung, mal ein Stück Federvieh. Keiner durchschaut ihn. Naja, und an und für sich war er unsympathisch, fand ich. So schon vom Äußeren her. Er war so klein und gedrungen und so aufgeschwemmt. Und also man konnte ihn nicht unbedingt mögen. Rudolf Pleil ist auch in Zorge, ein häufiger Gast im Wirtshaus. Er trinkt viel, zu viel. Der Waldarbeiter kann es nicht ertragen, wenn er deswegen auf dem Tanzboden abgelehnt wird. Zurückweisung hält er nicht aus. Er verliert die Beherrschung. Auf einmal steht der Pleil vor mir und will mit mir tanzen. Ich wollte aber nicht und habe mich so gesträubt. Da wurde er irgendwie aggressiv. Und ein junger Mann aus Sorge hat das gesehen und sagt zu ihm, lass das Mädchen in Ruhe. Was soll ich das Mädchen in Ruhe lassen? Daraufhin griff er nach einem Bierglas und haute dem jungen Mann das über den Schädel. Nach und nach fällt den Zorger Einwohnern auf, Pleil und Hoffmann führen ein Doppelleben. Mal sind sie als Grenzführer unterwegs und verschwinden für einige Wochen, dann sind sie wieder da und arbeiten im Holz. Und wo Pleil arbeitet, werden Äxte gestohlen. Argwohn macht sich breit. Wer ist dieser Pleil? Wie wir ins Holz gingen, da fällt er auf einmal um und kriegt epileptische Anfälle. Nicht? Da hat er um sich geschlagen und da ist er Hoffmann hin, hat der Temner hier oben aufgemacht. Hat ein Eckchen gelegen und dann ist er aufgestanden, aber auch natürlich Marode war Schachmatt. Ne? Aber sonst, er wollte einmal mit mir alleine ins Holz. Und da hat meine Frau gesagt, komm nicht in Frage. Denn auch im Wald von Zorge geht Unheimliches vor. Und eines Nachts haben wir auch Hilferufe gehört. Hier oben vom Stauffenberg. Aber wer geht nachts ohne Waffen schon irgendwo hin? Und die haben dann auch eine tote Frau gefunden am nächsten Tag. Nur der Kopf wird gefunden. Den Körper findet die Polizei nicht, so sehr sie auch sucht.
Die Spurensuche endet an der Grenze. Das alles geschieht, während die Polizei im Nordharz in Fienenburg nach Gertrud Glöde fahndet. Die Suche erstreckt sich inzwischen illegal in den Osten. Die Großmutter nimmt Verbindung mit Bekannten im östlichen Abbenrode auf. Dort erfährt sie, dass Gertrud am 19. Dezember auf ihrer Heimreise aus Berlin Abbenrode passiert hat und Gepäck bei Ida Puse abstellte. Dabei erzählte Gertrud Glöde auch von der erfolgreichen Haushaltsauflösung in Berlin. Und dann hat sie versucht, unsere Wohnung aufzulösen und eben, was sie tragen konnte, mitzunehmen. Und das waren unter anderem unsere Sparkassenbücher. Es waren 3 an der Zahl. Dann hatte sie für mich noch, ich war damals 10 Jahre, eine Puppe ergattert. Die sollte ich zu Weihnachten bekommen. Dann verließ Gertrud Glöde, die Bekannte aus Abbenrode, und machte sich auf den Heimweg. Na, so ein Bauer mit so einem Wagen hatte sie ein Stück mitgenommen. Da ist sie vom Wagen gesprungen und hatte sich im Fuß verknackst. Und da war sie ja fast zu Hause. Das war hier in Abbenrode, das ist hier ein Steinwurf. Auf dem Weg zwischen Abbenrode im Osten und dem Weißen Ross im Westen verlieren sich die Spuren von Gertrud Glöde. Mehr können die Angehörigen nicht in Erfahrung bringen. In diesen Tagen verschwinden Rudolf Pleil und Karl Hoffmann wieder aus Zorge im Südharz. Sie haben einen neuen Erwerbszweig entdeckt. Sie schmuggeln Schnaps aus dem östlichen Nordhausen in den Westen. Eines Nachts geraten sie auf dem Bahnhof in Fienenburg in eine Razzia der Polizei. Reinhold Kalbowski ist dabei. Eines Nachts hatten wir laut Dienstplan mit dem Kollegen Alfred Brunner die Kontrolle des Bahnhofs, wo sich die Grenzgänger sammelten. Und da sollten wir die kontrollieren. Wer 1 oder 2 oder 3 Schnapsflaschen hatte, die konnten sie behalten. Aber wer mehr hatte, der musste mit zur Wache genommen werden. Nur hatten wir da 2 Herren gehabt, die hatten jeder einen Rucksack voller Schnapsflaschen. Ich sage, Alfred, die können sie nirgendwo gekauft haben. Rudolf Pleil und Karl Hoffmann werden mit zur Polizeiwache in das Rathaus genommen und dem Inspektor Bleil vorgeführt. Und der Inspektor Bleil sagte, was sollen wir mit denen machen? Wir haben keine weitere Anordnung. Also, nimmt denn die Flaschen ab und lasst sie laufen. Wir wussten nicht, dass wir die Mörder hatten. Noch in der gleichen Nacht verlassen Pleil und Hoffmann fluchtartig Fienenburg und fahren wieder in den Südharz, zurück nach Zorge. Ihr Anlaufpunkt dort, die Gaststätte Braunschweiger Hof. Auch hier trinkt der Alkoholiker ein Bier nach dem anderen. Beim Saufen im Braunschweiger Hof lernt Pleil einen Hamburger Kaufmann kennen, der in den Osten will und bereitwillig die Zeche des betrunkenen jungen Mannes bezahlt. Es ist der Abend des 14. April 1947. In dieser Nacht sind auch Ruth Senz und Ingrid Matiske in Zorge unterwegs. Die Freundinnen kommen spät von einem Fest nach Hause. Wir hatten eine Geburtstagsfeier bei unserer Freundin und wir hatten auch schön gefeiert und sind auch länger geblieben, als wie wir eigentlich sollten. Aber es war so gemütlich und dann sind wir auch gegen 1 erst nach Hause gegangen. Und da haben wir erst meine Freundin nach Hause gebracht und ich musste dann die andere Richtung noch ein Stück ins Oberdorf rauf. Aber es war die Nacht so gräulich, die Hunde bellten, es war irgendwie unheimlich. Rudolf Pleil führt den Hamburger Kaufmann aus Zorge heraus. Aber Pleil ist nach dem ausgiebigen Trinkgelage ohne Orientierung. Betrunken unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Er geht nicht in Richtung Grenze. Der Kaufmann bemerkt den Irrtum und es kommt zum Streit. Pleil zieht eine Axt aus dem Rucksack, erschlägt den Kaufmann
und wirft ihn den Abhang hinunter in den Bach. Dann beschließt er, die Tat einem anderen anzulasten. In diesem Haus soll man den Mörder vermuten. Pleil läuft absichtlich rückwärts zu dieser Hintertür. Zum gleichen Zeitpunkt, es ist 1 Uhr nachts, betritt Ingrid Matiske ihr Elternhaus, ohne zu ahnen, dass sich jemand an der Hintertür zu schaffen macht. Und als ich die Tür zumachte, in dem Moment wollte jemand hinten rein und ging auch ziemlich. Und ich hatte Angst, bin natürlich schnell raufgelaufen und habe meinen Vater gerufen. Ich sage, Vater, steh doch bitte mal gleich auf. Da ist jemand an der Tür, da wollte jemand rein. Und der schimpfte mich natürlich aus, dass ich so spät nach Hause kam. Und somit habe ich ihn ja nicht gesehen. Noch ist den Bewohnern des Hauses nicht klar, was sich vor der Tür zu ihrem Garten in dieser Nacht abgespielt hat. Erst am nächsten Morgen wird die Leiche des Kaufmanns im Bach entdeckt. Wir Kinder haben dann plötzlich gesehen, dass hier am Bach irgendetwas passiert sein musste. Und neugierig waren wir natürlich und sind dann hierher gelaufen. Die Polizei erkennt die Spur zur Hintertür als falsche Fährte. Sie birgt die Leiche und stellt Nachforschungen an. In den nächsten Tagen kam der Verdacht auf Pleil, weil der Hausmeister vom Braunschweiger Hof ursprünglich mal die Axt, mit der Pleil beim Holzspalten gesehen worden ist, gehabt hat. Und er dem Pleil im Vorbeigehen gesagt hat, lass dich nicht von der Besitzerin des Braunschweiger Hofs erwischen, denn du hast unsere Axt geklaut. Pleil ist mittlerweile über die Grenze verschwunden und weiß nicht, dass er jetzt als Mörder gesucht wird. Eine Woche später kehrt er ahnungslos nach Zorge zurück. Noch vor dem Ortseingang entdeckt ihn der Forstlehrling Horst Senz. Der war in der Forstlehre und mit noch einem Kollegen. Und die sind bei einem Waldarbeiter vorm Haus. Dann kam dieser Pleil mit einer jungen Frau da vorbei. Und mein Mann sagte, Mensch, das war doch der eben. Darauf sein Kollege, das glaubst du doch nicht, dass der nach einer Woche, nach so kurzer Zeit schon wieder hier vorbeigeht. Na, hat er gesagt, wart's man ab, wenn wir nach Zorge kommen, dann haben sie ihn gekatscht. Horst Senz kann die Polizeistelle im Dorf telefonisch benachrichtigen. Anschließend setzt er sich auf sein Fahrrad und lässt Pleil mit der jungen Frau nicht mehr aus den Augen. Na, wie er denn kam, dann war der Polizist schon auf der Straße und haben ihn dann vorn genommen. Und seitdem ist er dann in den Knast gekommen. In Fienenburg ahnt man nichts von den Geschehnissen in Zorge. Rudolf Pleil wird wegen Mordes an dem Kaufmann in das niedersächsische Zuchthaus Celle bei Braunschweig eingeliefert. Die Ermittlungen sind schnell abgeschlossen. Der Täter ist geständig. Keiner der Ermittler sieht einen Zusammenhang zu den Frauenmorden im Harz. Niemand kommt auf die Idee, Wachtmeister Karl Bowski in Fienenburg zu befragen. So wird Rudolf Pleil im Namen des Rechts am 5. Dezember 1947 nur für den Mord am Hamburger Kaufmann zu 12 Jahren Zuchthaus wegen Totschlags verurteilt. Auch davon erfährt Wachtmeister Karl Bowski in Fienenburg zunächst nichts. Und Gertrud Glöde ist weiter verschwunden. Pleil sitzt in seiner Zelle und überlegt, wie sein Leben nun weitergehen soll. Er möchte als Todmacher in die Geschichte eingehen und, weil es ihm Lust bereitet, weiter töten.
Er richtet einen Brief an den Bürgermeister von Fienenburg, bewirbt sich als Henker und bittet dafür um eine Bescheinigung. An den Bürgermeister von Fienenburg. Ich habe mich schon an den hiesigen Chef gewendet, dass er mir die Todeskandidaten überlässt. Die glauben mir hier nicht, dass ich ein Mann bin, der gut und schnell tot machen kann. Das will er beweisen und behauptet, auf der Strecke von Fienenburg nach Abbenrode steht ein Eisenbahnwärterhäuschen. Da habe ich die Alte mit einem großen Schraubenschlüssel auf den Kopf gekitzelt und umgelegt. Er fügt eine Skizze bei, die belegt, Pleil ist den Weg vom Weißen Ross Richtung Abbenrode gelaufen. Er zeichnet genau jenen Brunnen ein, in dem Karlbowski Frauenhaare gesehen haben will. Die Polizei reagiert sofort und lässt den Brunnen auspumpen. Ein grausiger Fund wird geborgen. Pleils Angaben stimmen. Und die Vermutungen von Wachtmeister Karlbowski aus Fienenburg ebenfalls. Der Brunnen wurde ausgepumpt. Es wurden die beiden in Fienenburg vermissten Frauen ans Tageslicht gebracht. Die wurden jetzt hervorgeholt aus dem Brunnen. Beide Frauen hatten die Schädeldecke eingeschlagen. Meine vorherigen Leugner, die mich ausgelacht haben, suchten jetzt Lorbeeren für sich persönlich rauszuschlagen, während sie mich beiseite stellten. Der Mohr hat seine Pflicht getan, er wird nicht mehr gebraucht. Für das Mädchen wird ein schrecklicher Albtraum zur Gewissheit. Und dann musste ich mit nach Braunschweig und da lag so ein Berg, naja, was noch nicht so verwest war. Ne? Und da sagte der Polizeibeamte, du brauchst keine Angst haben, du kriegst keine Leichenteile zu sehen. Ne? Allein dieser Gedanke, ne? Als Kind, ich war 12. Ne? Und da sagte er, du sollst nur sagen, was deiner Mutti gehört hat. Ich bin da reingekommen und da habe ich die Schuhe meiner Mutter auf dem Schreibtisch stehen sehen. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ne? Als Kind, da denkt man, das ist was Schreckliches passiert. Und da sagte der Polizeibeamte zu mir, komm mal her, wir erklären dir das nicht. So und so, deine Mutti ist tot. Elvira Glöde unterzeichnet das Protokoll und erklärt, die mir hier gezeigten Schuhe sind diejenigen, die meine Mutter getragen hat. Die bis dahin umfangreichste Ermittlung in der Nachkriegszeit beginnt. Doch Rudolf Pleil verweigert vorerst jede weitere Aussage. Erst will er mehr Essen haben und verlangt Sonderrationen. Die Staatsanwaltschaft geht auf diesen ungewöhnlichen Handel ein. Er verfasst ein selbstherrliches Tagebuch und nennt es »Mein Kampf«. Seine Sprache ist obszön, unerträglich. Ist mir der Gedanke gekommen, die Alte umzulegen, und es wären damit drei Fliegen mit einem Schlag getroffen. Denn erstens konnte ich die Alte bearbeiten. Pleil tötet, weil es ihm sexuelle Lust bereitet. Das Ritual, Ermordung und anschließende Vergewaltigung. Im Todmachen erlebt er sein größtes Glück. Woche für Woche liefert Pleil nun neue Details. Am 17. Januar 1949 zeichnet und beschreibt er den Mord an Christa Schneider. Er habe das Weibsstück bearbeitet und dabei sei ihm einer abgegangen. Pleil listet Morde im Harz und in ganz Deutschland auf. Die Polizei muss fast 30 Fälle neu ermitteln. Pleil liefert auch die Skizze von dem unaufgeklärten Mord im Juli 1946 zwischen Elrich und Walkenried. Er bietet Mordfälle gegen besseres Essen und verlangt als Todmacher angeredet zu werden. Jetzt klärt die Polizei auch den Mord an Christa Schneider in Zorge auf. Pleil wird immer wieder aus der Zelle geholt, denn er besteht darauf, der Staatsanwaltschaft persönlich zu zeigen, wo er gemordet hat.
Er führt sie auch auf den Güterbahnhof Hof in Bayern, zum Tatort eines bis dahin nicht bekannten Frauenmordes. Zwischen den Eisenbahnwaggons hat er eine Frau erschlagen und anschließend vergewaltigt. Das ist immer seine Reihenfolge. Die Leiche hat er, wie in Fienenburg, hinterher in einen Brunnen geworfen. Pleil giert nach Aufmerksamkeit. Mit einer Liste seiner Mordtaten präsentiert er sich stolz den Fotografen. Die Mutter von Elvira Glöde als Zahl auf der Liste eines Massenmörders. Das Gericht verlangt ein psychiatrisches Gutachten. Das Ergebnis: Pleil ist für seine Taten voll verantwortlich. Jetzt hat er Angst vor der Todesstrafe und nennt zwei Komplizen. Im Hafen von Hamburg wird Konrad Schüssler verhaftet. Die Polizei in der DDR ermittelt den Aufenthaltsort von Karl Hoffmann und liefert ihn aus. Die ostdeutsche Kripo will auch den fehlenden Körper zu dem Frauenkopf in Zorge entdeckt haben und bietet per Telegramm eine Zusammenarbeit mit den Westkollegen an. Doch zum verabredeten Treffen am Schlagbaum kommt es nicht. Die Verbindung zur ostdeutschen Mordkommission reißt ab. Angeblich verliefen die Ermittlungen im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ergebnislos. Wer aber kann den in der DDR verhafteten Komplizen Hoffmann im Westen identifizieren? Der Staatsanwalt stößt in den Ermittlungsakten auf den Namen des Fienenburger Polizisten Kalbowski und bittet ihn noch in der gleichen Nacht zu einer Gegenüberstellung an der Landstraße. Es meldet sich Oberstaatsanwalt Hartmann. Da sagt der Herr Kalbowski, wir brauchen Sie sehr dringend. Es wird von Ihnen abhängen, ob wir zwei Täter überführen können oder nicht. Zunächst wird ihm Pleil vorgeführt, doch der ist jetzt viel dicker geworden durch die Sonderrationen. Ich schaue ihn mir an, sage ich, aber Staatsanwalt, den kenne ich nicht. Jetzt kam der Nächste. Da kamen, führten sie vor, auch im Scheinwerferlicht. Ich schaue ihn mir an, sage ich, Herr Oberstaatsanwalt, der kommt mir so bekannt vor. Aber an Hoffmann, den Schnapsschmuggler, kann Kalbowski sich erinnern. Ich sage, jetzt weiß ich, wer Sie sind. Wir hatten doch damals in Fienburg zu tun, wie wir Sie festgenommen hatten, der Kollege Brunner und ich, und haben sie zur Wache genommen. Nein, ich bin nie in Fienburg gewesen. Ich sage, sehen Sie, Oberstaatsanwalt, die piepsige Kinderstimme und die blitzenden Goldzähne. Sag ich, jetzt weiß ich Bescheid. Für den Braunschweiger Staatsanwalt ist Wachtmeister Kalbowski aus Fienburg nun ein wichtiger Zeuge geworden. Sie werden vorgeladen zur Vernehmung nach Braunschweig und werden nachher vor Schwurgericht kommen. Im Herbst 1950 erhebt die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anklage wegen neunfachen Mordes und versuchten Mordes. Es wird der spektakulärste Prozess im Nachkriegsdeutschland. Die Bevölkerung ist schockiert. Wie wird einer zu einer solchen Bestie? Das Schwurgericht verliest die Eckdaten aus dem Leben Pleils. Rudolf Pleil wird am 7. Juli 1924 in Kühberg im Erzgebirge geboren. Der Vater ist ein stadtbekannter Alkoholiker. Der Junge muss zusehen, wie der Vater die Mutter verprügelt. Pleil verlässt mit dem Zeugnis der 5. Klasse die Schule. Er beschließt, zur See zu fahren und wird 1944 als Epileptiker entlassen. Eine deswegen angeordnete Kastration wird in den Wirren des Krieges nicht vollstreckt. Nach dem Krieg schlägt sich Pleil als Gelegenheitsarbeiter durch. Das Gericht muss klären, wer von den drei Angeklagten welche Morde zu verantworten hat. Karl Hoffmann bestreitet alles. Ebenso Konrad Schüssler. Rudolf Pleil gesteht bereitwillig. Wachtmeister Kalbowski hat noch im Ohr, was Pleil über das gemeinsame Morden in Zorge aussagte. Eines Nachts gingen wir durch den Fichtenwald und es war Vollmond, so taghell, und sagte, der Schnee war so hoch.
Ich ging vorne weg und Hoffmann kam dann langsam hinterher. In einer Lichtung wartete ich. Und wie Hoffmann dann näher kam, da trug er einen Frauenkopf an den Haaren. Und das rote Blut tropfte noch in den weißen Schnee. Auch Elvira Glöde ist als Zeugin geladen. Begleitet von einem Polizisten betritt sie den Verhandlungsraum und steht dem Mörder ihrer Mutter unmittelbar gegenüber. Der Richter befragt ihn. Können Sie sich an die Frau erinnern? Der Mann war bei der Polizei, weil mein Vater war ja bei der Kripo. Und da sagte er ja. Und da sagte der Richter, und da sitzt die Tochter. Und da sehe ich genau, wie er sich umdreht und mich anguckt. Also es war heftig. Naja. Und dann hob der Richter diesen Schraubenschlüssel hoch. Entschuldigung. Und da dachte er, ja, damit habe ich die Frau erschlagen und dann in den Brunnen geschmissen. Und wir wussten anderthalb Jahre nicht, wo sie war. Das war. Und dann als Kind sitzt man hier, ich war 13. Und da sitzt der Mörder. Und der Tisch war so. Und das war da vorne auch ein bisschen, irgendwie ein bisschen anders. Und die Zuschauerbänke waren dann so und ich saß hier. Also hier, wo ich stehe, habe ich gesessen. Rudolf Pleil und seine zeitweiligen Komplizen Konrad Schüssler und Karl Hoffmann werden zu lebenslanger Haft verurteilt. Pleil erhängt sich in der Nacht zum 16. Februar 1958 in seiner Zelle. Hoffmann stirbt 1976 im Gefängnis. Konrad Schüssler kommt Ende der 70er Jahre auf Gnadengesuch hin frei.